Hallo zusammen! Wir sind an einem sonnigen Dienstag. Ich hoffe, dass er sonnig war. Und äh, machen im Prinzip an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind in Let's Code Octo Awesome. Ich bin Tom und wir reden jetzt mal so ein bisschen über die Frage, wie man den Client vom Server irgendwie separiert. Wir hatten in der letzten Folge ja im Prinzip das da schon mal angesprochen, dass wir hier ähm, lila auf grün dokumentiert haben auch. Und der Octo Reminder sollte neu gestartet werden. Ich mag meinen Chat. Der Chat ist toll. Ähm, und jetzt ist äh, die Frage, wie wir das konkret ähm, implementieren können. Äh, es dreht sich ja im Prinzip alles immer um die Komponenten Simulation, also Simulation Component in dem Fall. Ähm, Player und Player ist auch die Player-Komponent und ähm, die dritte Komponent ist die Scene-Komponent, die es ja in der Form nicht mehr gibt. Das ist ja jetzt die ähm, Scene, uh, scene Control heißt das jetzt und ist hier Teil vom ähm, UI-Framework, also vom User Interface. Wir gucken uns mal an, wie in unserem Code all diese Dinge strukturiert sind, um dann zu entscheiden, wie wir die ganze Sache angehen können. Das weiß ich nämlich noch nicht so genau. Das hier können wir eigentlich zumachen und gucken jetzt hier mal rein. Ich fange mal an bei der Simulation-Komponent und dann gucken wir uns so ein bisschen die Struktur an und überlegen uns, wie wir damit umgehen können. Die Simulation-Komponent ist ja eine der wahrscheinlich trivialsten Komponenten, die wir eigentlich haben. Das ist nämlich einfach die Komponente, die die ganzen Simulationsfragmente äh, hält. Da haben wir ja diese World. Und die World ist ja. Ähm, was ist denn die World eigentlich? Fällt mir gerade ein. Ist das nicht eigentlich Universe? Oder haben wir das nicht umbenannt? Oder was ist die World? Ah, die World. Okay. Wir haben in unserem Diagramm noch ein Fragment unseres Models unterschlagen, ähm, nämlich die Sache, die rund um die Application, nee, die, die Update Domains ist, nämlich die World. Das können wir ja mal ganz kurz nachholen. Ähm, hier drinnen fehlt uns nämlich noch eine Kleinigkeit. Nein. Ich muss hier mal mit einer, mit dem Rotstift reinmalen. Rot ist bestimmt viel besser als Lila. Um, wir hat nämlich hier irgendwo, achso, wir haben es eh rausgestrichen, schön. Um, hier oben drin in der Update-Domain, hier gibt es noch eine ebene World. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Wollen wir es nur nochmal zur Vollständigkeit halber einfügen. Ja, also wir haben diese World. Uh, innerhalb der World gibt es die Update-Domains. Und die Update-Domains sind jetzt die, die die eigentlichen Update. Threads haben. Also wir haben hier die Stopwatch und die Stopwatch hat eben die Aufgabe, ähm, die Game Time zu bestimmen, damit alle Update-Domains dieselbe Game Time verwenden. Ob das praktikabel ist in der Zukunft, weiß ich noch nicht, aber wir haben es jetzt im Moment so. Und innerhalb der Update-Domains gibt es. Ach, wir nutzen die Stopwatch gar nicht. Doch, doch, das ist dieselbe, alles klar. Und innerhalb einer Update-Domain haben wir diesen Update-Loop. Dort drinnen der Zugriff auf die Actor-Host und so weiter und so weiter. Das heißt, eigentlich ist unsere Simulation-Komponent relativ solide und ähm, braucht eigentlich keine weitere... Ähm, wieso ist die Stopwatch ungenau? Also jemand im Chat sagt gerade, die ist ungenau. Was ist deine Alternative zur Stopwatch? Ähm, Gut, das heißt, die Simulation-Komponent ist für das, was wir eigentlich machen wollen. Kurzen Blick wieder auf die Grafik, nämlich den Umzug vom Client hin zum Server vollständig ausgerüstet. Damit kann man im Prinzip das machen, was wir brauchen. Erstmal ähm, wird ein bisschen brenzlig, wenn wir hierher schauen. Also, dass wir eine Simulation am. Ähm, äh, ähm, am Gegenpart, also auf Client-Seite quasi Simulation-Proxy haben, dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann nachher auch abbilden. Deshalb hier auch schon mal der dezente Hinweis mit der i-Simulation, also dem Interface. Ähm, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Das heißt, Simulation ist eigentlich safe. Ähm, interessant wird es bei Player und Scene. Gucken wir mal kurz da rein. Die Player-Komponent, das ist ähm, die Komponente, die... Den Input des Spielers entgegennimmt. Also hauptsächlich den Input. Und da haben wir nämlich schon ein Problem. Hier haben wir nämlich eine Referenz auf die Simulation-Komponent. Die Simulation-Komponent würde es so ja bei einer Client-Server-Kommunikation nicht mehr geben. Deshalb müssen wir uns hierfür schon mal was überlegen. Ich weiß natürlich nicht, wie groß der Zugriff. Aha! Der direkte Zugriff auf den Actor-Host. So, und jetzt wird es schon spannend, weil der Actor-Host ja Teil der Simulation-Komponent ist, also des, des Simulationsbaums. Und äh, so wahrscheinlich auch nicht am Client zur Verfügung stehen würde. Die Selektion und der ganze Kram, das ist ja was, was gar nicht client-serverseitig interessant ist. Das ist ja eher eine clientseitige Geschichte. Ähm, da müsste man nur auf Plausibilität, prü Plausibilität prüfen später. Mit den Tools, auch das ähm, funktioniert im Prototypen auch überhaupt gar nicht. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber auch das ist eigentlich wenn man mal das Inventar überträgt, eine kleinzeitige Geschichte. Aber letztendlich läuft es darauf raus, dass wir hier diverse Informationen preisgeben. Und ich weiß aus der Prototypenimplementierung noch, dass es sehr oft auf diese Dinge hier ankommt. Aber die sind ja, wie gesagt, äh, kleinzeitig. Das heißt, das ist nicht so schlimm. Aber es wird unglaublich oft auf das Ding hier zugegriffen. 50 Referenzen insgesamt. Und da gucken wir mal ganz kurz die Kamera selber. Die Kamera greift darauf zu. Die Kamera braucht dann sowas wie die Position oder die Blickrichtung und den ganzen Kram. Wer greift denn noch drauf zu? Die Player-Komponente selber, klar. Um diverse Sachen rauszufinden, wie die Kopfbewegung und so. Achso, um, um die Sachen festzulegen, sehe ich gerade. Also hier wird die direkte Kommunikation mit dem ähm, Actor-Host angesprochen. Das heißt, das muss irgendwie abstrahiert werden. Und der Fly Mode, das passt. Kompass-Control. Okay, da werden jetzt die Daten ausgelesen. In welche Richtung guckt der Spieler und was weiß ich. Okay, also im großen Teil geht es darum, zwei Sachen zu machen. Einerseits Player-Informationen auszulesen, also wohin guckt der Spieler, wo ist der Spieler. Und andererseits ähm, den Input des Spielers anzunehmen. Also hüpft der Spieler gerade, drückt der Spieler nach vorne, will er nach rechts, nach links. Ähm, also wir haben hier Input-Output. Das geht beides über die Player-Komponente. Und ähm, ich denke, es stimmt mir zu, wenn es darum geht, dass man das wohl ganz offensichtlich ein bisschen umbauen muss. Weil im Sinne dieser Geschichte hier läuft ja alles drauf raus, dass alles, was der Spieler eingibt, der direkte Input für den Actor-Host ist. Das heißt, wir brauchen. Auf Player-Seite, ein Player-Komponente, eine Abstraktion. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, die mir jetzt spontan einfallen. Es kann sein, dass das im Eifer des Gefechts ein bisschen zu schnell geht, aber äh, mir fällt einerseits ein, wir könnten ein Interface für den Player machen. Das ist das, was ich hier im Prinzip hier schon vorgeschlagen habe. Oder, und das halte ich im Moment sogar für den besseren Plan, eine Abstraktion für den Actor-Host. Weil im Moment läuft es darauf raus, dass alles, was der Spieler hier macht, äh, in den Actor-Host wandert und wieder zurück. Und alles, was der Player für sich hält, das heißt ähm, Selected Box, Selected Point und so weiter, das sind lokale Informationen. Die werden nur gebraucht, um äh, temporäre Daten für den Spieler vorzuhalten, aufzubereiten und für die Visualisierung später zu verwenden. Also ähm, würde ich dazu tendieren, diesen Actor House zu abstrahieren. Bitte schreit laut, wenn ihr da gerade ein Problem drin seht. Im Prototypen habe ich ein Interface für den Player gemacht und bin in Teufelsküche gekommen, weil ich die ganzen Schnittstellen vom Actor-Host abflachen musste. Also ich habe dann äh, plötzlich die Position, die Player-Position, den ganzen Kram hier drin gehabt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Sache war. Ansonsten haben wir den External Input, bla bla bla. Aber der wird, wenn ich mich recht erinnere, im Update direkt an den Actor-Host weitergegeben. Das heißt, die Schnittstelle. Sollte eigentlich der Actor Host sein. Im Nachhinein. Sagt mir bitte, wenn ich, wenn ich da falsch liege. Okay, ich warte da jetzt nochmal auf den Chat zu so einem Augenwinkel, aber das wäre die eine Abstraktion, die wir hier brauchen. Also nicht iPlayer, sondern I actor Host. Das würde dann auch dieses Modell hier weiterhin äh, erlauben. Also wir können einerseits einen Actor Host bauen, der hier hinten dran ist und die Daten einfach eins zu eins an den Server weitergibt und die Rückantworten auch wieder entgegennimmt. Das ist eine Möglichkeit und das ist eine legitime Sache. Das heißt, der Actor Host ist dann quasi der Actor Proxy, so würde ich den auch nennen, Actor Host für die Komponente, die die Simulation tatsächlich durchführt und Actor Proxy wäre dann quasi das Ding, was am Client sitzt und äh, nichts anderes tut, als die Informationen weiterzuleiten an den Server oder vom Server zurückzunehmen. Gut. So viel zu einem die zweite Komponente, die wir anfassen müssen, wird die Scene sein. Die Scene gibt es hier nicht mehr als Komponente, sondern die gibt es nur noch als Control. Scene Control. Ähm, und es ist die Frage, ob wir die wirklich austauschen wollen, weil letztendlich hat die Scene Control ja äh, nichts anderes als das Rendern der Szene im Sinn. Und ähm, das macht sie ja eigentlich ziemlich gut. Und vor allem macht sie es generisch. Und das ist das, worauf es ankommt. Ähm, einerseits haben wir nämlich die Position der Kamera. Die ist frei beweglich. Wir haben nämlich diese Kamera. Das ist die Camera-Component. Ähm, die Camera-Component steuert, wo die Szene gerendert wird. Das kann einerseits der eigene lokale Spieler sein. Das kann eine frei bewegliche Kamera sein. Das kann irgendwas sein. Das heißt, uns interessiert ein Scheiß. Ähm, ob die Simulation lokal oder in der Entfernung ist. Ähm, die entfernte Simulation produziert eigentlich nur neue Positionsdaten, aber die Szene, die bleibt eigentlich gleich. Was für die Szene aber wesentlich, wesentlich wichtiger ist, ist äh, die Information über die Chunks. Und äh, da kommt die Abstraktion ins Spiel. Die Szene bleibt gleich, aber wir brauchen im Hintergrund eine andere Abstraktion für die, das Laden und Austauschen der Chunks. Im Moment ist es so, die Scene, ähm, müsste ich jetzt mal ein bisschen gucken, greift oder sollte direkt auf den Global Chunk Cache zugreifen. Das hatten wir ja irgendwie mal so definiert. Ähm, Global Chunk Cache, da ist er. Genau, wir greifen hier über die, den Resource Manager Instance direkt auf den Global Chunk Cache zu und ähm, verbinden den mit dem Local Chunk Cache und der lädt dann diese Informationen von dort. Das ist eine vernünftige Sache. Das Problem ist nur, der Global Chunk Cache von Lokal, der ja hier die Standardinstanz ist, der hat nicht dieselben Informationen wie der Server. Weshalb wir an der Stelle austauschen müssen. Wir hatten ja in weißer Voraussicht ja schon einen Chunk Cache bzw. Global Chunk Cache, oder wie das Ding heißt, erstellt. Das ist die Abstraktion, die dann anschließend die Aufgabe hat, und das ist eine sehr spannende Aufgabe, den Proxy äh, zu spielen zum Global Chunk Cache des Servers. Und das ist äh, nicht nur, ähm, und das ist ziemlich kompliziert eigentlich, das ist nicht nur, ähm, den Chunk einmalig zu laden, sondern sollte dieser Spieler hier die Dreistigkeit besitzen, auf der Position 000 ein Klötzchen wegzunehmen, dann würde das in diesen iPlayer oder Actor Host Proxy reinlaufen. Das geht zum Server. Der Server macht ein Update, er verändert einen Chunk, der hier im Global Cache drin ist, das ist alles unumstritten, das ist alles super. Aber jetzt muss diese Veränderung des Chunks wieder publiziert werden auf die Clients. Das heißt, dieser Global Chunk Cache muss mitbekommen, dass am Server sich dieses Klötzchen verändert hat, muss diese Informationen per Callback bekommen, muss hier aktiv, äh, wir haben diesen Change Counter im Spiel, erinnert euch, der immer eins hochzählt, wenn eine Veränderung passiert, den verändern. Weil dann unsere Chunk-Renderer, die wir in unserer Scene haben, automatisch bemerken, dass sich der Chunk verändert hat und regenerieren sich. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen also eigentlich nur zwei Schnittstellen implementieren. Und das, ich bin eigentlich ziemlich stolz, dass das so gut funktioniert. Wir haben in unserer Architektur eigentlich schon so relativ vorausschauend geplant, sodass wir jetzt gar nicht mehr so viel machen müssen, damit das alles funktioniert. Und das ist eine geile Scheiße, Freunde. Das ist richtig cool. Ähm, Deswegen, ich habe diesen Prototypen auch in relativ kurzer Zeit schon implementiert, weil eigentlich schon extrem viel gut vorbereitet war. Da muss ich mir einfach auch mal selber auf die Schulter klopfen und sagen: Haben wir vorausschauend geplant, wir beide. Du und ich. Hm. Okay, wollen wir mal. Jetzt können wir nämlich implementieren. Schauen wir, was wir implementieren müssen. Und vor allem überlegen wir uns mal eine kurze, äh, unbedingt beibehalten, ähm, eine kurze Struktur, wie wir das alles hier reinmachen. Also wir haben eine kleine Serverarchitektur und überlegen uns mal ganz schnell, wie wir das hier ähm, reinbringen. Wir hatten, ich fange mal bei dem Server an, vielleicht machen wir sogar gleich mal eine kleine Server, Mist ähm, schon, Server-Dingens-Moments, hier Server-Projekt und äh, fangen schon mal an, das Ganze zu implementieren, weil äh, wir im Prinzip beim, beim Simulation bei der Simulation komponent anfangen und da ist es dann die Frage: Nehmen wir die Simulation komponent mit rüber, was ich irgendwie nicht so cool finde, oder nehmen wir die World, weil die World nämlich Teil der Runtime ist. Und ich würde gerne bei unserem Ach so, wir haben ja trotzdem überall eine Referenz auf MonoGame drin. Ne? Okay, Mist. Aber ich wollte nicht den Client referenzieren, eigentlich wollte ich so cool sein und nur die Runtime referenzieren müssen. Weil das die, die architektonische Idee dahinter war, dass man einen Octo aus awesome dem Client hat und einen Octo aus awesome dem Server. Ähm, gut, alles klar. Ich fange mal an. Wir machen ein neues Projekt hier rein. Und ich würde vorschlagen, ich weiß, es ist... Ähm, wir können jetzt eine, eine Konsolenanwendung machen, wobei ich Konsolenanwendungen grundsätzlich für weniger smart halte. Wir können aber auch eine WPF-Anwendung machen. Aber eigentlich aus, aus, Tradition, aus Tradition mache ich eine WinForms-Anwendung. octoawesome.server Ist das richtig? Ja. .NET Framework 4 ist richtig. Gibt es noch irgendwas zu berücksichtigen? Nö. Mm. Hurra, das ist unser Server. Schön schaut er aus. Da ein bisschen Hygiene hier. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich mag den Windforms-Designer. Das ist einer der besten Tools. Obwohl, er ist relativ solide im Vergleich zum WPF-Designer. Ähm, so gesehen. Habe ich jetzt meinen Main-Form kaputt gemacht, weil ich es. Was genau jetzt kaputt gemacht. Ich mache das eigentlich immer so. Aber aus irgendeinem Grund. Hat das mit dem Refaktorisieren gerade nicht so wirklich geklappt. Ich mache mal ganz kurz. Einfach hier mal kurz das Projekt. Ah, oh, was ist denn da los? Okay. Windforms. Window. Danke. Mainform. Ja, das sieht doch gut aus. Hat ja auch gar nicht so lange gedauert. So, Form 1. Mainform. So, jetzt ist wieder alles gut. Gehen wir dem Ding mal das Startprojekt und gucken mal, wie es so aussieht. Yay! Wenn wir schon dabei sind, hatten wir nicht ein Icon dafür? Okto aus dem Icon. Das kommt auch gleich hier rüber. Ähm, einfach ein bisschen Zeit in der Folge verschwenden, indem man ein Icon setzt. Unser Mainform braucht auch das Icon. Gab es hier nicht mal eine Suche? Ach, das war der WPF-Designer, ne? Mhm. Hätte ich mal WPF genommen. Icon. Da. Ich hätte gerne das Icon hier. So, Mainform ist auch doof. Das Ding nennen wir. Ähm. Octo Awesome Server. Freunde, das war was fertig. Gut schaut er aus, denke ich. Damit können wir jetzt erstmal in Feierabend gehen. Noch nicht ganz wahrscheinlich. Wir müssen hier drinnen jetzt nämlich ähm, einerseits mal die ganzen Komponenten von, von Monogame einreferenzieren, weil die leider wir brauchen. Wir brauchen sie zwar nicht zum Rendern, aber wir haben die ganzen ähm, Basis-Sachen drinnen. Wie zum Beispiel den Vektor und so. Also, wir benutzen halt sehr viele basis Strukturen. Deshalb müssen wir das leider so machen. 3, 4, passt. Sehr gut. Und dann können wir nämlich die ganzen restlichen Sachen noch referenzieren. Und vor allem müssen wir den Bild jetzt richtig einstellen, sodass wir wieder ähm, die ganzen Sachen hier reinholen. Weil jetzt hier drin brauchen wir natürlich auch die ganzen Extensions. Das darf man nicht unterschätzen. Deshalb brauchen wir hier eine Referenz auf. Um, um, um. Referenzen. Ah. Julian schimpft gerade, dass ich Windows DX importiert habe. Wenn ich jetzt Windows GL importiert hätte mit den anderen Projekten, dann würde gar nichts mehr funktionieren. Deshalb habe ich jetzt DX genommen. So, wir wollen unsere Basiskomponenten. Da sind ja unsere Basisklassen äh, drin. Basics nicht, implement nicht referenzieren, weil Basics ja die Extension ist. Und äh, wir referenzieren nur noch Runtime. Client sollte im Idealfall nicht drin sein. Ich weiß noch nicht, ob das klappt. Aber versuchen es mal. So, und jetzt theoretisch müssten wir jetzt. Ähm, ich mache mal den obligatorischen starten, den Start-Button, wollte ich sagen, rein. Start. Und weil der Count. Oh nein. Und weil der Counter schon auf gelb ist. Gebe ich mir jetzt ganz besonders viel Mühe, Start, Button, das alles ausführlich zu machen. So, was brauchen wir hier drin? Äh, Im Prinzip klauen wir uns ein bisschen was aus dem Ding hier. Wir brauchen eigentlich nur noch eine World. World sollte aus der Runtime kommen. World, New World. So, das war's. Weil, wenn wir da mal reinschauen, die World initialisiert sich selber. Die Welt läuft automatisch los, wenn ich mich recht erinnere. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Neue Update-Domain, Update-Domain, bla bla, mit der Watch und die Update-Domain, genau, Thread Start. Das heißt, äh, die Welt initialisieren und das Ding läuft. Das ist unser Server. Das war's schon. Müssen also wir mal überlegen, wie wir da das Universe richtig reinladen. Also im Moment haben wir noch kein Laden und kein Save-Game und nix. So mittelcool mittel eigentlich. Ähm, Save gibt's natürlich hier auch. Bla, 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 Aber das machen wir jetzt alles noch nicht. Das müssten wir in den Server implementieren noch. Ähm, der Rest ist erstmal wurscht. Der Actor-Host, noch haben wir keinen Player. Das heißt, das war's. Oh, der Lassi. Grüß dich, Lassi. Also, wenn ich jetzt da mal reingehe, dann müsste... Also natürlich können wir das äh, mal ein bisschen globalisieren. Das ist natürlich auf globaler Ebene ganz klar. World, New World und unser Server läuft, würde ich sagen. So, das war's. Wir haben den Server erfolgreich in eine eigene Applikation portiert. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch dafür sorgen, dass die Clients connecten können. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis morgen.